Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum JFT Trading TV. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas May und ich möchte mit Ihnen heute den Kursverlauf von Brent Crude Oil genauer unter die Lupe nehmen und der Frage nachgehen, ob denn die Erholung seit Mitte Januar jetzt möglicherweise vorüber ist. Hier eingeblendet sehen Sie die JFT-Indikation des Brent Crude-Preises und schön zu erkennen, der steile Abverkauf, die ja in diesem Fall dritte große Abwärtsbewegung des Ölpreises, ausgehend von knapp 54 US-Dollar im Oktober des vergangenen Jahres, anschließend der Abverkauf bis an das bisherige Tief im Bereich von 27 US-Dollar. Was wir dann gesehen haben, war zunächst ein sehr steiler Anstieg, der bis knapp über 36 Dollar geführt hatte und damit zum Bruch einer steilen Abwärtstrendlinie führte. Der Ölpreis hat sich dann über einen gewissen Zeitraum hinweg seitwärts abwärts bewegt, leicht diesen Ausbruch korrigiert und konnte sich dann ab Mitte Februar wieder über die Abwärtstrendlinie nach oben arbeiten und auch das 36-Dollar-Niveau aus dem Markt nehmen. Es kam zu einer steilen Aufwärtsbewegung, die in der Spitze bis knapp 43 US-Dollar geführt hat. Das heißt also bis an einen Widerstandsbereich, der sich ergibt aus einem Verlaufstief aus dem August bei knapp 42,50 und dem Korrekturtief vor dem letzten großen Abwärtstrend. Ja, seit diesem Hoch befindet sich der Ölpreis mindestens in einer Korrekturbewegung. Es gibt einen ja relativ steilen Abwärtstrendkanal, der bereits jetzt erkennbar ist. Die Aufwärtstrendlinie, die die Tiefpunkte des Februars und des März miteinander verbindet, wurde vergangene Woche nach unten durchbrochen. Und wir haben am Freitag einen massiven Abverkauf gesehen, der unter die Zwischenunterstützung bei 39,46 führte und eben an die Unterseite dieses Abwärtstrendkanals respektive bullische Flagge. Das ist noch nicht ganz klar. Für ein prozyklisches Kaufsignal müsste der Ölpreis mindestens über die hier rot eingezeichnete Abwärtstrendlinie ansteigen, also über 41 US-Dollar und idealerweise auch noch über das Hoch vom 8. März, welches bei rund 41,50 ist. Das heißt also, für eine Fortsetzung der Erholung seit Mitte Januar hat der Ölpreis einige Barrieren noch zu durchbrechen, insbesondere eben die 39,46 und darüber 40,50 Dollar und eben den starken Widerstandsbereich um 41,50 Dollar. Dann aber könnte es relativ steil nach oben gehen, mit einem zunächst einem Angriff bis zum Zwischenhoch bei 42,69 Dollar, kurzer Pullback und dann der Ausbruch in Richtung 43 und 44 Dollar. Mittelfristig wären dann bereits Kurse um 47 US-Dollar denkbar. Aus meiner Sicht ist das allerdings das aktuell nicht zu präferierende Szenario, denn man muss sehen, wir haben eben mit dem Bruch der Aufwärtstrendlinie und dem heute Morgen bereits erfolgten Rückfall unter das Zwischentief vom 15.03., wenn auch nur knapp. Aber wir haben eben erste bärische Indikationen, die aufzeigen, dass es sich hierbei um eine etwas größere Korrekturbewegung handeln dürfte. Und für den bullischen Fall dieser Ausdehnung der Korrekturbewegung könnte es zumindest für heute nochmal zu einem Rücklauf an die 39,50 kommen, beziehungsweise für einen weiter bullischen Wochenverlauf tendenziell ein Anstieg bis an diese Marke, gegebenenfalls auch bis an die Oberseite des Abwärtstrendkanals und dann jedoch der Bruch der 38,30 Marke und ein weiterer Rücksetzer
in Richtung 37,10 $. Hier verläuft die mittelfristige Aufwärtstrendlinie und von dort aus könnte dann die nächste größere Aufwärtsbewegung starten. Das wäre jetzt quasi die bullischere Variante einer Korrektur. Es gibt allerdings auch noch eine bärische und die würde damit starten, dass wir diesen hier skizzierten Abwärtstrendkanal bzw. diese potenzielle bullische Flagge direkt nach unten durchbrechen. Hierzu müsste der Ölpreis ein Stück weit unter 38 US-Dollar zurückfallen. Und ja, damit wäre eigentlich nicht nur dieser Trendkanal nach unten durchschritten, sondern entsprechend auch mit einer stärkeren Abwärtsdynamik zu rechnen. Und diese könnte den Ölpreis direkt in Richtung 36,22 $, also bis an das Zwischenhoch von Ende Januar, zurückdrängen. Eine solche eher ja, bärische Entwicklung, auch im Sinne einer Verschärfung des Abwärtstrends, könnte dann auf mittlere Sicht auch dafür sprechen, dass wir zwar zunächst entlang der dann gebrochenen Aufwärtstrendlinie nochmal ein Stück weit steigen, es jedoch auf Sicht der kommenden Wochen durchaus nochmal zu einem Rückfall in Richtung 33 und 34 US-Dollar kommen kann. Das heißt also, der Ölpreis ist als Fazit zu sagen aktuell ja mitten am Scheideweg. Es geht wirklich darum, ob es den Bullen jetzt gelingt, mindestens über 39,50 anzusteigen, damit wir von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends seit Mitte Januar weiterhin sprechen können. Oder aber, ob eben die Bärenseite, die aktuell aus meiner Sicht zu präferieren ist, den Überhang behält, den sie seit dem Zwischenhoch von Mitte, Ende März hat und es damit zu einem weiteren Einbruch in Richtung 37 und 36,22 kommen kann. Ja, damit möchte ich mich fürs Erste von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen wie immer noch einen erfolgreichen Handelstag.